Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es rund um Brokkoli bzw. Brokkolisprossen. Und was die so alles können, das erzähle ich euch jetzt. Also erstmal, die Brokkoli gehören ja zu den Kreuzblütlern, also zu den Kreuzblütengewächsen. Und diese Gewächse haben eine enorme Heilwirkung. Also wer Kräuterkunde, wer sich damit schon näher befasst hat, der weiß, dass die eine wirklich enorme Heilwirkung haben. Und diese Kreuzblütengewächse enthalten ganz viele Spurenelemente wie Natrium, Calcium, Phosphor, Zink, auch ganz viele Vitamine. Und was ganz wichtig ist und ausschlaggebend auch, dass in diesen Kreuzblütlern oder Kreuzblütengewächsen sogenannte Senfölglykoside sind. Ja, das ist ein schwieriges Wort. Aber eine Art von diesen Senfölglykosiden ist Sulforaphan. Und dieses Sulforaphan ist auch schon sehr bekannt aufgrund von wissenschaftlichen Studien in Bezug auf Krebs. Und ich möchte wirklich, und das mache ich auch, alle Studien unten in der Infobox für euch verlinken, damit auch die ganzen Kritiker, die jetzt dieses Video sehen, auch was Handfestes in der Hand haben sozusagen. Und es sind auch Studiennachweise. Ich verlinke euch ein YouTube-Video, wo eine Doktorin, also eine Wissenschaftlerin, interviewt wird zu Sulforaphan. Diese Ärztin ist eben vom Uniklinikum in Heidelberg und kennt sich wirklich gut damit aus und schaut es euch einfach an. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen verschnupft, ich muss mehrere Cuts machen, weil ich mich immer wieder schneuzen muss, aber das ist einfach dieser Wetterumschwung jetzt von 36 Grad. Wir haben jetzt momentan 14 Grad hier in Österreich. Ja, auf jeden Fall, in diesem YouTube-Video geht es darum, also es geht auch um Brokkolisprossen tatsächlich. Und diese Ärztin, die da eben interviewt wird, die sagt auch, das könnt ihr eben auch alles im Video sehen, dass Chemotherapie nur gegen bestimmte Tumorzellen vorgeht und vorgehen kann, effektiv. Brokkolisprossen hingegen aufgrund dieses Sulforaphans auch gegen diese resistenten Stammzellen sozusagen angeht und damit eine gute Quote hat. Und deshalb kann man zu der Chemotherapie begleitend Brokkolisprossen nehmen, zur Vorbeugung oder eben auch einfach. Ja, es gibt Leute, die machen, die schwören auf das, okay? Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, Gott sei Dank bin ich nicht in dieser Lage, aber jedem das Seine, sage ich immer. Ich möchte nur Alternativen sozusagen aufzeigen, begleitend, mein Wissen weitergeben und wer letzten Endes was daraus macht, das entscheidet natürlich immer noch ihr. Genau, dann, warum ist eigentlich dieser wirksame Stoff in Brokkolis enthalten? Also Brokkolis sind ja grün, das wisst ihr ja. Und Brokkoli produziert diesen Stoff eigentlich deshalb, um quasi Insekten abzuwehren. Der Stoff ist total bitter und er hat auch, wenn man ihn übermäßig konsumiert, also ich spreche jetzt nicht von so einer kleinen Hand voll Brokkolisprossen zum Salat täglich oder mal eine Hand in der Woche, sondern ich spreche wirklich von übermäßigem Genuss oder Verzehr, dann kann das auch eine toxische Wirkung haben. Aber es ist ja immer so, dass die Dosis das Gift macht. Und dann ist es noch so, dass klar ist man, wer sich ausgewogen ernährt, ist auch auf Brokkoli, vielleicht der eine mehr, der andere weniger, als Beilage oder so. Aber dieses Sulforaphan ist auch wie der Schwefel MSM, das habe ich in meinem letzten Video gesagt, ist hitzeempfindlich. Und wenn man den Brokkoli dann beispielsweise kocht oder dünstet, dann verschwindet dieser Stoff. Und deswegen ist der eben in diesen rohen Brokkolisprossen wirklich um ein hundertfaches mehr enthalten, wenn man das so formulieren kann, als in den Brokkoli, also in dem Brokkoli-Gemüse. Genau, dann wie ihr diese Brokkolisprossen machen könnt. Ich habe mir, wo ist es? Genau hier. Also ich habe mir Brokkolisamen bestellt. Und zwar, ich habe diesen Shop Vital und Fit mit 100 entdeckt. Da habe ich jetzt auch meine Demanose eben neulich gekauft. Und da habe ich auch gesehen, weil die noch einiges günstiger ist, dass die Brokkolisamen haben. Und ich habe im Reformhaus geschaut, beziehungsweise bei uns im Biomarkt, das ist so eine Biomarktkette, da haben sie auch Brokkolisamen, aber ich habe da ungefähr 4 Euro bezahlt, so für 50 Gramm. Und das sind, ich weiß nicht, wie viel Gramm das sind, ehrlich gesagt, 250 Gramm, genau. Und das kostet, ich glaube, 8 Euro oder so. Auf jeden Fall sind es echt, also das ist ein Viertel der Kilo. Ich kann auch hier auch mal zeigen, wie die ausschauen. Das sind einfach nur ganz normale braune Samen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sieht. Vielleicht soll ich auch mal näher hingehen. Genau, so sehen die aus. Und
Ja, also ihr könnt diese Sprossenzuchtgläser verwenden, die gibt es auch im Biomarkt. Das sind diese Einweggläser, die mit so einem grünen, glaube ich, mit einem grünen, löchrigen Plastikdings, die man so auf den Kopf stellt. Ich habe so eins nicht, aber ich habe eine ganz gute andere Alternative für euch. Bei mir ist es jetzt in der Küche drüben und ich dachte mir, es ist viel zu viel Sauerei, das jetzt hier vor die Kamera zu holen. Aber ich habe eine große Plastikflasche sozusagen durchlöchert und habe diese Brokkolisprossen da reingetan sozusagen und dann oben beim Deckel immer, also die Löcher sind natürlich, das sind ganz kleine Nagellöcher, damit diese Brokkolisamen, die relativ klein sind, auch nicht durchfallen können. Aber ich habe dann jeden Tag oben beim Flaschenhals sozusagen Wasser reinlaufen lassen und dann durch diese Nagellöcher kam es wieder raus. Das heißt, die Brokkolisamen, die sind immer schön feucht geblieben. Ich habe sie auch auf die Terrasse in die Sonne getan teilweise und haben sich trotzdem, konnten sie sich reinigen und haben nicht angefangen zu gammeln, weil das ist ja immer die Gefahr. Und nach 3-4 Tagen sind sie schon wirklich klein und essbar sozusagen. Aber ich habe dann noch gewartet, also so ungefähr eine Woche. Und ihr könnt auch wirklich viel nehmen. Also ich habe jetzt immer so einen Esslöffel genommen und das sind dann wirklich so 2 bis 3 Mahlzeiten. Ich esse jetzt auch nicht zu oft, aber sonst, ich esse gerne Salat und auch da kommen sie einfach oft mal rein. Genau, und dann noch ein Tipp, und zwar, ich möchte mich immer nicht weit aus dem Fenster lehnen in Bezug auf Krebs, weil Krebs ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Erkrankung und was dagegen hilft oder was dagegen nicht hilft, das ist ja immer so eine Sache. Und klar gibt es zu allem Studien, aber ich habe wirklich von meinem Gastroenterologen gehört, von einer wirklich guten Freunden, die sich schon ganz lange auch mit dem Magen-Darm-Trakt beschäftigt, gelesen, in Videos gesehen, im Radio gehört, ganz oft, jedenfalls bin ich diesem Thema begegnet, und zwar, dass Brokkolisprossen bei diesem Magenkeim helfen, bei dem Helicobacter pylori. Macht euch da mal schlau, wer wirklich unter sowas leidet, googelt es einfach mal, diesen Helicobacter. Und es gibt eine Brokkoli-Diät. Und diese Brokkoli-Diät hat bei diesem Keim wirklich 80%ige Erfolgsrate. Da kann man noch so viel Antibiotikum nehmen, wie man will, oder Antibiotika. Aber diese Brokkoli-Diät ist einfach wirklich am allereffektivsten. Macht euch einfach mal schlau. Dann würde ich sagen, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war informativ. Vielleicht hat ja der eine oder andere mit Helicobacter zu tun oder hat einfach Lust, die Ernährung abwechslungsreicher zu machen, mehr Spurenelemente oder Vitamine einzuführen, die dann auch noch irgendwelche gesundheitsfördernden Eigenschaften mitbringen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!